einmal Zweijähriges. Baby, willst du mit meinem Video sein? Hi Leute! Danke für 900 Abonnenten. Eine Person hatte sich gewünscht, dass ich mal wieder ein Q&A mache. Da dachte ich mir, ey, das kann ich doch gleich als Abo-Special nehmen, weil wenn ich schon mal die 900 erreicht habe, dann kann ich natürlich auch ein Q&A machen. Diese Person, die sich das gewünscht hat, ist auch noch die 900. Abonnentin. Sie hat extra gewartet, bis es 899 waren und dann hat sie auf Abonnieren gedrückt. Und ihr habt mir wieder fleißig Fragen gestellt auf Snapchat sowie auf Instagram und die werde ich euch jetzt beantworten. Zuerst mache ich mal die Fragen von Snapchat. Katja A. fragt, hey, hast du vor, dieses Jahr aufs WGT zu gehen? Wenn ja, holst du dir auch eine Karte? Also ich war ja die letzten 2 Jahre auf dem WGT, also auf dem Wolf-Gothic-Treffen in Leipzig, falls das niemandem was sagt, was ich meine, ich denke. Ja, ich habe mir nie eine Karte gekauft. Ich weiß auch gar nicht, wo diese ganzen Festivitäten, Veranstaltungen sind. Ich bin eigentlich immer aufgebrezelt durch die Innenstadt gelaufen und habe geguckt, was mir da für Gestaltungen entgegenkommen. Dann habe ich das mal mit meiner Familie gemacht, mit Alex. Naja, dieses Jahr, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es wieder nur darauf hinauslaufen, dass ich wieder nur durch Leipzig City laufe und gucke, was es da so alles gibt und wer da so alles rumläuft und was die für schöne Kostüme haben. Kostüme, Kleidung. Ich werde mich wahrscheinlich einfach nur umgucken und fotografieren und vloggen. Keine Ahnung, mal schauen. Ich weiß es nicht. Wenn, dann werde ich es ganz kurzfristig auf Facebook oder Instagram posten oder auf Snapchat. Die nächste Frage auf Snapchat von Celtic. Bist du dieses Jahr wieder auf Festivals? Wenn ja, auf welchen? Also höchstwahrscheinlich werde ich dieses Jahr wieder auf dem With Will Force sein. Das ist ja jetzt nicht mehr in Reutjora, sondern Ferropolis? Wie auch immer diese Halbinsel sich nennen mag. Das soll ja richtig coole Location sein. Also es wird nicht so schlammig sein und da sind überall Kräne, deswegen werden wir schon die Pizza abfangen. Da gibt es einen Badestrand, wo wahrscheinlich sowieso jeder reinscheißen wird, aber mal schauen. Force wird schon, denke ich mal, auf dem Plan stehen, also höchstwahrscheinlich. Ja, und eigentlich gehe ich nur auf ein Festival, weil dann ja meine Ausbildung anfängt und ich gar nicht wüsste, wann ich da die Zeit habe, noch ein Festival zu besuchen. Und jetzt die Frage von Annika Yuki, meine 900. Abonnentin und die Idee zu diesem Video hatte. Ich wollte fragen, wie du darauf gekommen bist, YouTube-Videos zu machen. Und kannst du mich grüßen? Natürlich kann ich dich grüßen. Hallo Annika, wir kennen uns bereits. Wie bin ich eigentlich darauf gekommen, YouTube-Videos zu machen? Das ist eine wirklich gute Frage. Keine Ahnung, ich kann mich noch ganz grob dran erinnern. Das war in der 6. Klasse, keine Ahnung. Da habe ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber immer irgendwie mitgefilmt, wenn ich mit Antonia irgendeinen Scheiß gemacht habe. Antonia ist meine beste Freundin seit der 5. Klasse. Und wir haben, keine Ahnung, wir hatten in der Mensa solche Toiletten, da haben wir uns irgendwie an die Rahmen dran gehangen und irgendwie rumgehampelt und ich habe das gefilmt. Dann auf dem Weg zum Sport habe ich immer gefilmt. Ich weiß nicht, warum ich gefilmt habe. Ich habe einfach gefilmt, keine Ahnung. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, keine Ahnung, das kann man ja auf YouTube stellen. Weil das war auch so die Zeit, wo ich angefangen habe, meine ersten YouTuber so zu entdecken, wie zum Beispiel Verena Schizophrenia, die ja jetzt Verena Marie Mew heißt. ja, und keine Ahnung, da bin ich ja irgendwie drauf gekommen, vielleicht könnte ich ja auch was hochstellen, es macht Spaß zu drehen. Da war das ja aber noch die ganze Vlogging-Geschichte und Comedy, naja, Comedy, die guten alten Videos. Mit meiner Handykamera gefilmt, mein super tolles Handy. Ja, Qualität war nicht so gut. Und da kamen mir dann immer mehr Ideen, also nicht wirklich Ideen, was ich vloggen könnte. Ich habe teilweise einfach nur Videos gedreht, wie ich mit meinen Freunden an der Bushaltestelle stand und dummes Zeug gelabert habe. Das war total sinnlos. Und irgendwann hat sich dann diese Beauty-Schiene eingefahren. Ich weiß auch gar nicht, keine Ahnung. Ich fand das dann irgendwie sinnvoller als irgendwie drumherum mitgefilme, was eh niemand sehen will. Keine Ahnung, das hat sich dann alles so entwickelt, Learning by Doing. Und jetzt bin ich hier. Jetzt kommen wir zu den Fragen von Instagram. Riot Girl hat gefragt, was ist dein größtes Ziel, was du dir in den nächsten 3 Jahren gesetzt hast? Mein größtes Ziel kann ich gar nicht so wirklich sagen. Da habe ich mir nicht so wirklich Gedanken gemacht. Aber auf jeden Fall, was in meinen Jahresvorsätzen drin ist, ein so gut wie mögliches Abiturzeugnis
bekommen. In den nächsten 3 Jahren werde ich dann wahrscheinlich dann meine Ausbildung anfangen und auch beenden, weil die geht ja 3 Jahre. Und ich nehme mir vor, ganz, ganz viel dort zu lernen, mich richtig gut in den Salon einzuleben. Ich hoffe, dass sie mich mögen. Ich hoffe, dass sie mit mir zufrieden sind. Ich hoffe, dass ich mir noch sehr viel aneignen kann und ja, einen guten Aufschwung in meine Karriere bekomme. Und natürlich, dass es mit YouTube vorangeht. Also ich will in den nächsten 3 Jahren, und das ist auf jeden Fall zu schaffen, die 1000 Abonnenten erreichen, dass ich, dann sind wir endlich dreistellig, und auf jeden Fall noch viele coole Videos produzieren. Naja, dann habe ich mir noch das Ziel gesetzt, das ist auch eins von meinen Jahresvorsätzen, dass ich bis zum Urlaub Kleidergröße 36 bekomme, dass ich mich endlich wohlfühlen kann im Bikini am Strand. Weil jetzt ist nur so, nein, guck mich nicht an. Ich meine, es sehen andere, auch viele anders, aber ich bin auch nicht so zufrieden. Da kann auch ein bisschen was passieren. Ich bin auch schon kräftig am Sport machen. So. Und naja, also dass ich mich auf jeden Fall in meinem Körper wohlfühle. Sophie Singer fragt, mir gefallen deine Haare immer so gut. Ich darf meine leider nicht färben. Wo lässt du das eigentlich machen? Machst du das selbst? Welche Farbe kommt als nächstes? Wie pflegst du deine Haare nach dem Färben? Ich lasse das nirgendwo machen. Ich mache das zu Hause, wie mir auch über die Jahre so angeeignet. Als nächstes, naja, erstmal muss ich dazu sagen, meine grünen Haare habe ich schon verdammt lange, schon seit September. Wir haben Januar, ich hatte noch nie so lange eine Haarfarbe. Bald ist wieder Projektwoche und Jonas hat vor, einen Film zu drehen, den er dann als Bewerbung für sein Regiestudio nehmen möchte. Und wir wollten eigentlich im November schon anfängliche Szenen drehen. Spielt die Hauptrolle. Ja, das wurde dann immer verschoben und abgesagt und jetzt haben wir immer noch was gedreht. Ich sollte ihm versprechen, dass ich mir in der Zeit, wie der Film gedreht wird, die Haarfarbe nicht wechsle. Auf jeden Fall nach der Projektwoche werde ich sofort dieses Grün auswaschen, weil ich es langsam nicht mehr sehen kann. Ich glaube, als nächstes mache ich... Ich habe Lust auf so Pastell-Lila, Pastell-Pink mit so pastellblauen, grauen Strähnen. Ja, habe mich noch nicht entschieden, aber ich hätte auf jeden Fall Lust wieder auf sowas eher wärmeres bzw. mädchenhafteres. Ich pflege meine Haare sogar, während ich färbe. Ach ja, ich färbe nicht, ich töne, das ist wichtig. Das Einzige, was gefärbt ist, ist, wenn ich mir mal die Haare blondiere, was auch selten ist. Gerade habe ich ja den dunklen Ansatz, den habe ich mir gefärbt, dass ich eben halt nicht mehr blondieren muss erstmal. Erstens wegen Zeit, Geld, Nerven, keine Ahnung. Meine Tönung mische ich ja immer mit Spülung. Und das pflegt auf jeden Fall schon. Glätten tue ich die eigentlich fast gar nicht mehr. Ich lasse die meistens in der Luft trocknen, deswegen setze ich den jetzt also nicht so zu. Aber ein Hitzeschutzspray habe ich trotzdem. Dann abends mache ich in die Spitzen immer so ein Ölelixier rein und mache mir dann einen Zopf und der kommt ganz oben auf meinen Kopf, so dass meine Haare nicht am Kissen reiben und ich nicht auf ihn drauf liege, so dass sie quasi oben über dem Kissen liegen. Und das mache ich immer, weil Reibung ist nicht so gut für Haare. Und dann nehme ich immer das hier vom Pluscore. Ich habe mir jetzt von Balea so ein Koffein-Shampoo geholt. Ich hoffe einfach, dass meine Haare so schneller wachsen und nicht mal so krass ausfallen. Und von Balea habe ich noch eine Kur. Ja, diese Intensivkur. 180km.x fragt, was für deine nächste Haarfarbe? Habe ich dir schon beantwortet. Und was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch? Tatsächlich einfach ein ganzes Leben mit meinem Alex zusammen zu sein, glücklich mit ihm zu sein, eine Familie mit ihm zu gründen, zusammen mit ihm alt werden und dann noch so ein nebensächliches Zeug wie Karriere aufbauen, dass ich halt wirklich nur das machen muss, was mir Spaß macht, mit Reviews mein Geld verdienen, beziehungsweise mit halt Friseur, Make-up-Artist mein Geld verdienen, weil das sind halt Sachen, die mir wirklich Spaß machen, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, dass ich in Sachen Tier-Umweltschutz noch ein bisschen was bewirken kann, dass meine Familie gesund ist und gesund bleibt natürlich. Und naja, dass bei mir halt finanziell ausgesorgt ist und ich einfach ein zufriedenes Leben leben kann und entspannt bin und zufrieden mit mir selbst bin. Das ist ein so allgemein ein erfülltes Leben, ist mein größter Wunsch. Victoria.ms fragt, findest du dich selber hübsch? Von 1 bis 10. Also wenn du mir die Frage vor 5 Jahren gestellt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt 2. Jetzt, da ich wirklich sehr viel für meine Schönheit tue, in Anführungsstrichen Sport oder Haare färben, so wie es mir dann gefällt, oder Make-up. Also das
definiert jetzt nicht Schönheit, aber so fühle ich mich halt schöner. Also so herausgeputzt wie jetzt würde ich sagen 8. Das Einzige, was mich noch stört, ist ein bisschen meine Figur, aber das kriegt man auch noch hin. Und ungeschminkt 7. Also mittlerweile finde ich mich schon schön, kann man sagen. Michelle's Life fragt, kannst du ein Video über deine bisherige Haargeschichte, Farbe plus Länge, machen und was noch kommen soll? Ja, was noch kommen soll, habe ich gerade eben schon gesagt. Meine Haargeschichte bzw. meine Hair-Timeline habe ich ja schon gemacht. Das verlinke ich euch mal als Infokarte und in der Infobox. Ja, und dann könnt ihr euch das angucken. Das Einzige, was ich nicht genannt habe, ist die Länge, aber muss man das? Ich meine, man sieht sie auf den Fotos. Die Hair-Timeline geht von 2011 bis 2016 und da ist schon einiges dabei. Also, ja, schaut sie euch mal an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Eve Traw fragt, schaust du gerne Serien und wenn ja, welche? Ja, allerdings. Ich habe schon durchgeschaut, Fringe. Derzeit schaue ich American Horror Story, Supernatural. Dann mag ich noch Pokémon. Das sind so grob die Serien, die ich liebe. Und dann gibt es noch einige, die ich gerne mir anschauen würde. Aber die kann ich gerade nicht aufzählen, weil ich die gerade nicht im Kopf habe. Unterstrich X 2017, 2014 X Unterstrich fragt, wie bist du mit Alex zusammengekommen? Und was war bis jetzt der schönste Moment mit ihm? Wie ich mit Alex zusammengekommen bin, schon mal erzählt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich mit Alex zusammengekommen bin, dann schaut euch doch dieses Video an. Beziehungsweise ich verlinke euch mal das Video ab der Stelle, wo ich darüber rede, in der Infobox. Ja, und was war mein schönster Moment mit ihm? Das habe ich ihn auch gefragt. Und lustigerweise hat er genau das geantwortet, was ich auch mir gedacht habe. Konnte ich mich zuerst nicht so richtig entscheiden, weil eigentlich jeder Moment mit ihm beste ist. Keine Ahnung, der Junge ist top. Da waren wir noch nicht mal zusammen. Das war, da war ich in der 11. Klasse. Silvester. Das war ungefähr um 11 Uhr abends, als er gesagt hat, komm noch mal mit raus auf die Terrasse. Und da waren wir, wie gesagt, noch beste Freunde. Und dann hat er gesagt, mach mal die Augen zu. Ich so, okay, was will der jetzt? Mach ich aber mal die Augen zu. Ja, und nach ein bisschen rumgealber hat er mich dann geküsst. Und das war eigentlich unser erster Kuss. Und ja, 12 Tage später sind wir dann halt zusammengekommen. Und das war so eigentlich das schönste Moment mit ihm. Beziehungsweise für mich noch, auch an dem Abend, als wir auf der Burg eine Schneeballschlacht gemacht haben und dann irgendwie gerutscht sind und zusammen den Schneeberg runtergekullert sind. Das fand ich auch noch schön. Ansonsten ist halt jede Minute mit ihm perfekt. Keine Ahnung. Oh, mein Baby hat mir geschrieben. Wir haben ein Zweijähriges. Den habe ich mir schick gemacht, weil wir nachher ausgehen. Aha. Baby, willst du mit meinem Video sein? Ich krieg grad ein Video. Baby hat geantwortet. Okay. Ja, das war's mit euren Fragen. Das war mein Q&A für euch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich außerdem sehr freuen, wenn ihr das Video teilen würdet auf Facebook und Co., wo ihr so angemeldet seid. Ja, dann war's das auch schon. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und bye bye. I'm gonna go to the next one.